Atmung. Mein Name ist Julius oder Whisper President und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, wie man hört, nicht geflüstert, sondern im Soft Spoken Style. Ja, ich habe. Nüsse. Ich habe Nüsse aus Dubai von meiner Mama mitgebracht bekommen und ich dachte, wir können die ja zusammen mal probieren. Heute aufgrund des Wetters auch wieder mal auf dem Balkon. Ich hoffe, dass die Geräusche dich nicht stören. Auch ein entfernter Verkehr, den man hört. Und ja, auch Vögel, Tauben. Tauben sind auch Vögel. Aber ja, die Sonne geht gerade zu meiner Rechten unter. Und ja. Sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Sounds damit und dann essen wir davon ein paar. Ich muss ja sagen, und ich glaube, das wissen die meisten mittlerweile von euch, auch über mich. Ich bin kein Fan des warmen Wetters und ja, heute ist auf jeden Fall echt warm und ich dachte eigentlich, der Sommer wäre vorbei. Ich hatte mich gefreut. Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es schon. Global Warming ist halt no joke. Aber ich dachte, wir wären durch für das Jahr. Leider nein. Naja. Gut. Und du hattest eine schöne Woche. Ich habe auch, was auch noch anders ist, ist, ich habe das Mikrofon jetzt gerade unter der Kamera. Ich weiß nicht, ob das irgendwie blöd ist, aber ich finde es angenehm, nicht die ganze Zeit das Mikrofon im Sichtfeld zu haben. Was sagst du dazu? So, ich mache jetzt die Tüte auf. Hätte mir eine Schere mit rausnehmen sollen. So, jetzt habe ich sie relativ blöd aufgerissen. Egal. So, das sind Pistazien. Für die Leute, die es nicht wissen, diese Nüsse mit der Schale drum sind meistens Pistazien. Auf. Aber vielleicht etwas anders. Die sollen nämlich etwas schärfer sein. Meine Mama war in Dubai Freunde besuchen.
sind damals ausgewandert. Und ja, hat mir die netterweise mitgebracht. Mal gucken, ob ich lesen kann, was hinten drauf steht. Nicht, dass das auf Arabisch ist. Ich guck mal. Zwei. Ob ich die Schale immer abmachen muss. Wie bei einer Erdnuss. I don't know. Ich glaube aber nicht, oder? Okay. Danish Trading Corporation. Keep in cool and dry places. Wholesaler, retailers of all kind of nuts. Mehr steht da nicht drauf. Super. Ich freue mich schon so sehr auf die Winterzeit, wenn es schön früh wieder dunkel wird. Nein, Nachtmensch. Ich mag die Dunkelheit. Die Pistazien. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt nichts Wildes, meiner Meinung nach. Aber sind lecker. So. Ich versuche es jetzt nochmal zu öffnen. Schon offen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Also irgendwie schmecken die komisch. Das ist nicht scharf. Mein Gesicht bleibt einfach scharf. Funktioniert nicht. I don't know. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich so ein Fan davon bin. Wenn wir den mal. Die sind okay auf jeden Fall. Gucken wir mal,
ob die Pistazien hier anders sind. Ich weiß ja nicht, ne? Okay. Also, ich hatte nicht geplant, dass das Video so früh aufhört. Aber, da ich mir nicht so sicher bin mit den Nüssen, ob sie mir gefallen. Was komisch ist, weil mein Bruder hat auch welche mitgebracht bekommen. Ich habe diese Nüsse schon vorher probiert. Und die fand ich super. Weiß ich, was bei mir war. Auf jeden Fall, die Pistazien sind okay und die anderen, da war halt schon die Luft rausgepoppt, ne? Also da war halt schon, die waren nicht mehr richtig verschlossen. Ich weiß nicht, ob es daran liegen kann, aber ja, bei nicht richtig gelagerten Lebensmitteln sollte man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Naja, so ist es. Danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dich ein wenig beruhigt oder entertained, was auch immer. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Mittwoch wieder mit einem neuen Video. Ich weiß noch nicht genau welches. Vielleicht eine neue Runde Fortnite oder ein Unboxing, beziehungsweise I don't know. Wir werden sehen. Aber ja, ich wünsche dir, wie gesagt, eine schöne... aber ich habe mich noch gar nicht gesagt. Ich wünsche dir morgen oder generell, wenn du das Video guckst, einen schönen Start in die Woche oder einfach nur einen schönen Start in den Tag, falls morgen nicht Montag ist für dich. Genau. With that being said, bye bye. Ich hoffe... Wir sehen uns Mittwoch wieder. Bis dahin.